So. Puh. Das war jetzt höchst Eisenbahn, sonst wäre noch was, ein bisschen was in die Schlüppi gegangen. Auch das muss ab und zu mal sein. So, jetzt sagen wir mal, wo waren wir stehen geblieben? Gut, wenn du es nicht weißt, ich weiß es auch nicht, wir gucken einfach mal. Den müssen wir kaputt machen. Dann gehen wir erst mit allem. Auge um Auge, Zahn um Zahn. Wir können aber auch nochmal zur Anschlagtafel gehen. Vielleicht gibt es da wieder was Neues. Dann gucken wir hier mal. Da haben wir noch was unentdeckt. Wir haben sogar noch Emotionen. Ein Heu für die Irrfahrt. Das ist ja eigentlich. Platzflundern 1 von 2. Oh! Haben wir wohl übersehen. Marschieren. Na, 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 na. Lassen das Haus. Kling, kling. Oh. Nanu. Okay, das sind noch Schatzküsten. Da gehen wir dann als nächstes mal hin. Jetzt gucken wir erstmal hier rum. Obsidianglas. Schön. Ort abgeschlossen. Alles klar, wo sind die Kisten? Flüsschen, ein Küsschen. Hä? Okay, dann schauen wir mal. Da ist eine Statue. Cool. Ist noch eine. Banditenschwertel 4, sehr schön. Oh, da ist noch eine Kiste. Thank you.
wir beinahe übersehen. Was hat die denn da noch? Bodenlose Seen, hast du den Sprung gewagt? Das war alles, was wir nicht finden können. Cool. Ja, Hammer. Dann schauen wir mal im Inventar, was wir Neues haben. Kriegerschaden, Kriegerschaden. Wow. Ja. Jetzt haben wir hier einen Speer, okay. Bodenloser See abgehakt. Stiefelletten. Okay. Mehr haben wir nicht gefunden. Gut, dann gucken wir mal weiter. Ruinen. Ruinen. Das ist Weingut und Nebenquest. Also machen wir einmal hier so einen Rundgang. Schon mal. Bleib stehen. Was ist das denn hier? Was soll denn da tanzen? Du wirst untergehen! Okay. Noch so ein Banditenlagerriss. Wir haben aber nichts. So, Platz, so weiter geht's. Haben wir das nicht da schon? Nö. Alter, wir entdecken. Kommt ein Schiff gefahren. Komm schon. Komm schon. Ich kann's verstehen. Auf einem Pflock. Alle hab. Boah. Da hinten waren wir schon mal in der Statue. Mega. Und vor allem da hinten die ganzen Berge und die Insel da vorne, ne? Da können wir überall noch hin. Da.
266 Meter. So, da. 100 Meter, dann gehen wir erstmal da hin. Nein! Oh. Ich sollte mich hier nicht erwischen lassen. Kleptusbucht. Okay. Geil, wie das Wasser hier so lang läuft. Hallo? Hat er keinen Fell? Nö, nee, doch. Oh, hier ist einer gestorben. Böse Wolf, böse Wolf. Ruhig jetzt. Tempel des Zeus Chinut. Ella. Genius. Oder so. Oh. Hallo? Helfertür erledigen. Cool. Na los! Okay, uns noch irgendein Schatzili. Ich weiß nicht, wie man da jetzt hinkommt. Blätze. Was ist denn los? Wie geht es mit Markus? Wie es immer läuft. Ich habe mein Geld nicht bekommen und erledige seine Aufträge. Warum lässt du dich von ihm rumschubsen? Ich schulde ihm noch etwas. Von früher. Oh, hast du dir Drachmen geliehen? Nicht diese Art Schuld. Nur wenige würden einen Ausreißer aufnehmen, den sie beim Stehlen erwischt haben. Ich war noch ein Kind. Ah, ich bin nur ein Kind und ich sorge ganz gut für mich selbst. Was willst du, Phoebe? Kennst du Kausos? Die Stadt auf der anderen Seite der Insel? Warum? Die Leute dort sind krank. Meine Freundin Kina auch. Sie leiden an einem Brennfieber. Man sagt, es sei ein Fluch und nur die Götter könnten sie retten.
Wie gesagt, ich bin kein Gott. Aber Ikaros... ist ein Vogel. Das heißt nicht, dass du nicht helfen kannst. Ah, na schön. Ich sehe es mir an. Das Brennfieber. So, machen wir mal automatisch reiten bis dahin. Wenn die Götter euch nicht helfen, müssen wir die Krankheit mit eigener Hand bezwingen. Uns bleibt keine Wahl. Hilf uns! Er lässt uns nicht gehen. Was ist hier los? In Kausos griff die Seuche um sich. Die Leichenberge wurden zu groß. Die Krankheit breitete sich aus. Wir mussten eingreifen. Sie haben unsere Brüder getötet, die Nachbarn. Wir haben den Überfall überlebt und nun will er uns töten. Die Götter haben uns verlassen. Die Kranken müssen zu den Toten, wenn wir leben wollen. Ihr habt den ganzen Ort niedergebrannt? Wir beteten viele Nächte vergebens. Wir mussten handeln und das Brennfieber aus Kausos tilgen. Gibt es keine Hoffnung auf Heilung? Nichts hat geholfen. Weder Opfer noch Gebete. Die Heiler wollen nicht kommen. Die Soldaten lassen uns nicht gehen. Die Götter erhören uns nicht. Ich glaube nicht, dass ich helfen kann. Aber ich weiß gar nichts über die Seuche. Und du kannst auch nichts tun. Nein! Doch wenn du dich einmischst, müssen wir den Willen der Götter verteidigen. Rette uns vor ihm! Hab Mitleid! Wir sind gar nicht so krank! Wir werden gesund! Niemand wird gesund! Glaube mir, nur auf diesem Wege wird sich Kefalenia vor der Auslöschung retten können! Bitte! Wir haben Kinder! Denkt an sie! Noch hast du die Gelegenheit umzudrehen, Söldner! Wenn wir uns nicht einmischen, wird auch diese Familie sterben. Wenn wir uns einmischen und die sind krank, wird wahrscheinlich die ganze Insel sterben müssen. Oh, da hinten steht jemand. Siehst du das da hinten beim Baum? Und ich glaube, wir werden uns doch einmischen. Lasst sie gehen. Was? Du bist kein Gott. Richtig. Alter. Du bist kein Gott. Kann sein, dass wir jetzt auch einen Fehler gemacht haben. Ich weiß es nicht. Ich weiß es nicht. Du bist ein Held. Dieser Priester kam aus der Unterwelt. Ein toller Mann der Götter. Oh,
Dich schickten die wahren Götter. Wir sollten los. Wir können zwar reisen, aber wir müssen noch behandelt werden. Bevor du gehst, nimm meine Drachmen. Ich habe nicht genug Geld, um dich zu entlohnen. Das ist alles. Das ist nicht notwendig. Ich wünsche euch eine gute Reise. Du bist ein Geschenk der Götter, Adlermann. Mögen sie dich segnen. Leb wohl, Kina. Gute Reise. So. Wir sind jetzt Level 5. Eine Stufe ist über uns. Mach mal ab, Christ. Applaus! Und rein. Trostlos, dass sie aussieht. Während im Kreis. Ah, da bist du ja. Und keinen Augenblick zu früh. Ich habe die Banditen erledigt und der Bogenerin das Holz gebracht. Ich habe keinen Augenblick an dir gezweifelt. Und? Dein Plan? Ja, der Zyklop und ich müssen uns über ein paar Drachmen einig werden. So wie du, mein ungestümer Freund. Ohne dich hätte ich nichts mit ihm zu tun, mein Freund. Stimmt. Aber ich schwöre, jetzt wird das Thema erledigt. Wenn er uns weiter seine Schläge auf den Hals hetzt, dann soll gestern sein letzter guter Tag gewesen sein. Das ist albern, finde ich, ne? Ach, komm mal zu mir. Also raus mit der Sprache. Was soll ich tun? Was sollen wir tun, meinst du? Ich habe den Plan, du hast die Muskeln. Ich sehe es als gemeinsamen Einsatz. Natürlich tust du das. Denk nach. Was ist dem Zyklopen am teuersten? Seine Männer? Sein Land? Seine Schiffe? Nein, sein Obsidianauge. Komm zur Sache, Markus. Also gut, wir werden es ihm stehlen. Bist du übergeschnappt? Du leihst dir Drachmen von ihm und dann stiehlst du sein Auge? Wenn wir es haben, gewinnen wir. Dann verkaufen wir es und schlagen zwei Fliegen mit einem Obsidianauge. Er sollte stillhalten, sonst verliert er das zweite auch. Nein, nein, es muss ohne sein Wissen geschehen. Der Zyklop darf dich nicht sehen. Dann kommt mein neuer Bogen gleich zum Einsatz. Er bewahrt das Auge in seinem Haus auf. Es ist zu wertvoll, um es herumzutragen. Gar nicht dumm, bis du ihm die Schwachstelle seines Plans zeigst. Warte bis Sonnenuntergang. Schleich rein und bring mir das Auge. Mhm. Hoffentlich ist es was wert. Weißt du, wie teuer Obsidian auf Kefalenia gehandelt wird? Nein. Noch nie welchen gesehen. Eben. Und es ist. Doch, wir haben schon welches gesammelt. Es ist mit Gold durchzogen. Gold! Kein Wunder, dass er es für besondere Anlässe aufhebt. Und mit dem Erlös zahlen wir unsere Schulden zurück? Es wird den Großteil begleichen.
Ein Weingut ist teuer. Ich weiß nicht, wo der Zyklop wohnt. Auf der Westseite der Insel. Dort findest du seinen Unterschlupf. Mhm. Schön. Aber dann darfst du dieses Mal nicht geizig sein. Geizig? Du verletzt meine Gefühle. Aber das macht dich eben aus. Bring mir das Auge und ich beweise dir das Gegenteil. Und denk dran, keiner darf dich sehen. Verstanden. Wenn du es schaffst, verhinderst du, dass unsere Köpfe als Trophäen des Zyklopen enden. Na gut. Und nun zum Auge. Wenn es so wertvoll ist, wie Markus sagt, wird es ein eigenes Podest haben. Könnte sein, ja. So, ich hoffe, meine Lüfter sind nicht allzu laut gerade vom Rechner. Rendern und so weiter gleichzeitig machen. So fordert das schon ein bisschen. Oh, was ist das denn? Ach, der hat geschlafen. Noch eine Höhle. Okay. Hallo, Tilly. Ist hier ein Tilly? Okay. Okay, noch einer? Nö, nö. So, jedenfalls schön Fell. Hier was übersehen. Das ist ein Brocken, ja, okay. Das war zu tief. Na gut. Scheint nicht mehr weiter. Nichts mehr da drin weiter zu geben. Ah, es wird dunkel.
Alles schön im Rot getaucht.